Scheiße, den kriege ich aber nicht weg. Das heißt, ich muss ab hier laufen. Jetzt mal ganz im Ernst. Es ist wirklich extrem unheimlich. Wirklich am Arsch der Welt. Und weiter geht's. Und es hört nicht auf. Oh nee, und hier ein Tannenzweig auf dem Weg oder so. Oh. Ja, muss ich kurz wegräumen. Und es hört einfach nicht auf. Ich glaube, das wird gruseliger, als ich gedacht habe. Ja, hier komme ich auch geil durch. Super. Oha, der Sturm hat hier echt alles verwüstet. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, funktioniert. Ja, da werde ich wohl ziemlich weit weg von der Zivilisation sein, so wie das aussieht. Also ich fahre jetzt bestimmt schon mindestens 15 Minuten durch den Wald und es hört noch immer nicht auf. Ich glaube, das sind 87 Kilometer nur Waldweg jetzt bis dahin. Und wieder was im Weg. Oh. Mein treuer Freund wartet immer auf mich. Schon ein bisschen unheimlich hier, jetzt schon. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich nehme gleich mal jetzt das Video auf, weil sonst das Licht weg ist. Also es ist schon hier am Dunkelwerden. Ich bin ziemlich am Arsch der Welt, würde ich sagen. In der Nähe von Würzburg. Ja, ich werde mich heute in eine alte Burgruine begeben. Ich bin ganz alleine, es wird eine neue Erfahrung für mich. Wie ihr am Titel und jetzt an dem Geschwafel auch schon erkannt habt, ich werde ein neues Format zu meinem Channel hinzufügen, weil das einfach nicht fehlen darf bei der ganzen Outdoor-Geschichte für mich. Adventure ist eben ein großer Teil davon und Lost Places, das gehört einfach dazu, zu Adventure würde ich sagen. Und es gibt in Deutschland gar nicht so viele Fleckchen, die ich bis jetzt gefunden habe. Da muss man schon ordentlich recherchieren, aber heute habe ich, glaube ich, einen ziemlichen Schmankerl für euch. Also es ist wirklich eine alte Burgruine eben. Die Geschichte davon geht ungefähr 1000 Jahre zurück. Ich weiß ja nicht genau, es war eine ziemlich spontane Entscheidung, dass ich heute überhaupt hergekommen bin. Ich bin 3-4 Stunden Auto gefahren erstmal. Ja, und es soll dort spuken. Und ein Bauernkrieg war wohl dort, was dazu geführt hat, dass diese Burg eben zerstört worden ist. Und ich bin selber gespannt, was dort zu finden ist. Es sollen seltene Eulen und generell seltene Greifvögel dort nisten und auch Fledermäuse dort sein. Ich bin gespannt, ob ich davon irgendwas zu Gesicht bekomme. Ich finde es jetzt schon ganz schön unheimlich und das Licht wird immer weniger. Eigentlich wollte ich herkommen, wenn es noch hell ist, aber hat nicht funktioniert. Was soll ich machen? Jetzt muss ich da durch. Zum Regnen fängt es natürlich auch an. Wenn es kommt, dann kommt es dicke. Zum Glück habe ich eine Regenjacke mit und Taschenlampe und so. Es wird auf jeden Fall eine harte Erfahrung, glaube ich. Bin gespannt. Oh, hier ist ganz schön rutschig. Oh Leute, natürlich fängt es komplett zu pissen an jetzt. Es soll zwar in 2 Stunden wieder aufhören, aber wenn ich so lange warte, ist es wirklich stockdunkel. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es mache. Ob ich wirklich jetzt im Regen gehe oder noch warte und komplett im Dunkeln. Ich meine, es wird sowieso dunkel, bis ich mal drin bin in der Ruine, denke ich. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber Abenteuer und schon wieder ein riesen Baum im Weg. Fuck. Ach du Scheiße, den kriege ich aber nicht weg. Das heißt, ich muss ab hier laufen. Oh Gott. Ja, dann werde ich wohl mein Auto hier stehen lassen müssen. Wie im schlechten Film. Oh, oh. Ja, schon ein bisschen beängstigend. Hier ist der fette Scheißbaum. Tschüss, liebes Auto. Du bist der einzige Freund, den ich hier draußen habe gerade.
Okay. Fresh gemacht mit Stirnlampe, Taschenlampe im Rucksack und ein paar andere Sachen. Machen wir uns mal auf. So, es hat zum Glück wieder ein bisschen zu regnen aufgehört, aber es tröpfelt noch leicht. Ja, hier ist echt weit und breit gar nichts. Bin gespannt, wie weit es jetzt noch ist. Im Navi waren es noch ungefähr 2 Minuten mit dem Auto, also so 500 Meter irgendwie. Sollte ich eigentlich gleich da sein. Und hier ist schon wieder alles verwüstet, leckt mich am Arsch. Ja, jetzt kann ich mir erstmal meinen Weg hier irgendwie durchbahnen, aber so kann ich wenigstens sicher sein, dass außer mir niemand hier ist. Zumindest keiner, der mit dem Auto irgendwie hierher wollte. Wobei, das ist eigentlich besorgniserregend zugleich. Ja. Oh, super. Okay, Leute, das sieht man da hinten. Ne? Da ist die Burg. Boah, sieht das gespenstisch aus. Okay. Ist natürlich keine Riesenburg. Aber groß genug. Und diese fensternden Türme. Was sind da Gitter davor? Ich glaube, da sind Gitter davor. Sieht man, glaube ich, nicht richtig. Okay, hier ist ein Schild. Ruinengelände betreten auf eigene Gefahr. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke. Ganz komische Geräusche jetzt schon. Aber wahrscheinlich bilde ich mir das noch ein. So ein Wimmern. Jetzt mal ganz im Ernst. Es ist wirklich extrem unheimlich. Aber zum Glück ist es noch nicht ganz dunkel. Weil sonst wäre es noch viel schlimmer. Aber mal gucken, was ich hier so entdecke. Ich gehe einfach gleich mal direkt rein. Scheiß drauf. Okay, krass. Also ich habe gelesen, es sollen wohl auch total viele Tunnel irgendwie unter der Erde sein, die zu einem System verbunden sind. Aber ob man davon irgendwas sieht, keine Ahnung. Die Fledermäuse sollen irgendwie im Keller sein. Das soll so ein Kellergewölbe sein. Ich habe in freier Wildbahn, aber ich glaube, ich fast noch nie Fledermäuse gesehen, außer im Zoo. Und ich glaube mal in Spanien. Aber hier in Deutschland auf jeden Fall nicht. Das sieht schon krass aus. Ich bin nur echt froh, dass es noch nicht dunkel ist. Sonst wäre das nochmal eine ganz andere Nummer. Oh, guck mal, da kann man einen Turm hoch. So. Spätestens jetzt brauche ich zumindest mal die Stirnlampe. Thank you.
Hier ist auch kein Müll und gar nichts. Und das riecht hier nach Feuer. Das riecht hier nach Rauch. Warum? Vielleicht von der Stadt irgendwo weiter unten. Alter, ist da hoch. Okay, das bin ich ganz oben. Ja, schon fett. Da hinten, ne? Ja, meine Rettung, falls irgendwas ist. Bisschen weit weg. Da kennt man jetzt, glaube ich, auch nicht so richtig, wie weit es weg ist. Aber es sind locker 3-4 Kilometer. Man muss erst durch den ganzen, um den ganzen Berg rum, auf den ich bin. Du kannst ja nicht direkt von unten hoch. Okay. Dann gehe ich mal wieder runter. Mal gucken, ob es irgendwo diese Kellergewölbe gibt. Wieder draußen. So, jetzt kommt mir das hier draußen aber schon nur noch halb so gruselig vor. Eher einladend. So, ich steige mal wieder aus der Geschichte hier. Ich glaube, den Keller finde ich, wenn dann nur von außen. Ja, leider konnte ich vorher nicht filmen, aber auf einmal hat ein Hund mega angefangen zu bellen und so und ist auf mich zugelaufen, war aber nur so ein mittelgroßer Hund, der hat mir nicht viel Angst gemacht, da war nicht viel dahinter, hinter dem Gekläffe. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was ich dann gefunden habe. Kommt jetzt. Unglaublich. Hier Fisch, irgend so ein Finger, was ist der Finger? Das ist ein Nimmels. Und ihr seid direkt aus dem Ort da unten, oder? Bist du ein spiritueller Mensch? Ja, würde ich schon sagen. Hast du das in dem Licht gesehen? Mit deiner Stirnlampe? Ja, doch, bin ich schon. Meditierst du? Ja, ich habe eine, also momentan nicht. Aber ich habe eine ganze Weile lang meditiert jeden Tag. Da finde ich doch eiskalt drei Jungs. Ich glaube Moritz, Tom oder Thomas und den letzten weiß ich leider nicht mehr vom Namen her. Das ging alles so schnell. Und ihren Hund. Die haben sich da unten in den Burgruinen unter so einem Gewölbe so ein Zelt aufgebaut mit Tarp vorne als Regenschutz und so. Und dann machen die da drin einfach Feuer und spielen Gitarre und essen und haben mir natürlich auch zu essen und zu trinken angeboten und alles. Ich wollte aber nichts, weil ich hatte was dabei. Ja, mega krass. Also ich war richtig geflasht. Ja, weiter im Text. Mit Stress im Job und so und in der Früh. Ja, und dann ist das doch das Wichtigste. Ja, das ist das Problem, ganz genau. Und dann findet man mal Ausreden und so. Und jetzt habe ich im Hinterkopf, ich will irgendwann wieder einsteigen. Ja, das ist halt irgendwie schwierig. Was? Was? So, die Jungs haben mir gesagt, dass es wohl irgendwie hinten zu den Kellergewölben runter geht, aber ob man da reinkommt, wissen sie nicht. Ich schau mal, was da so geht. Okay, also hier scheint es in die Kellergewölbe reinzugehen. Aber
leider ist hier abgeschlossen. Sieht man da irgendwas? Nee. Sieht ganz schön düster aus da unten. Schade eigentlich, da hätte ich schon gerne noch reingeguckt. So, mal die gute Taschenlampe ausgepackt. Vielleicht sehen wir dann mehr. Ne. Also auf dem Video werdet ihr wahrscheinlich nicht viel sehen. Aber ich sehe wenigstens ein bisschen was. Von Fledermäusen sehe ich auf jeden Fall noch nichts. Da muss man bestimmt tiefer rein da unten. Aber die scheinen es abgesperrt zu haben. Dass da keiner mehr reingehen kann. Ich probiere es jetzt trotzdem mal noch von allen Seiten. Vielleicht finde ich noch was. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht versuchen würde, auf Umwegen da irgendwie hinzukommen. Hier drüber klettern. Also ich gehe jetzt quasi um die Mauer rum, um die Burgmauer rum. Mal gucken, ob ich da irgendwie an der Seite reinkomme. Das ist schon ein bisschen gefährlich, hier geht es mega runter. Man sieht halt leider gar nichts. Nee. Sieht schlecht aus, oder? Sind schon rutschig hier alles. Nee, hier kommt man nicht durch. Aber ich gehe trotzdem mal an der Mauer irgendwie entlang in die andere Richtung. Vielleicht ist da irgendwo was. Zum Glück weiß ich, dass ich nicht ganz alleine bin jetzt. Dann ist es nicht ganz so schlimm, weil jetzt sieht es doch ganz schön gespenstisch hier aus. Alter Falter. Boah. Und hier ist es saugefährlich zu gehen, weil es dann mega runter geht. Sieht man jetzt leider auf dem Video nicht. Wenn ich hier abrutscht, dann fährst du runter bis zum Fluss. Das war knapp. Ich leg mal die Kamera weg. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Aber man kommt leider nicht durch. Boah, das sieht ganz schön krass aus. Da unten ist alles voller Wasser. Das sieht man auch leider nicht auf der Kamera, das stimmt. Aber keine Fledermäuse oder irgendwas. Hier kann man auch nicht rein, die sind alle verschlossen, die Fenster. Ja, hat vielleicht einen guten Grund, warum da niemand unten rein darf. So, komm mal kurz eben den Jungs Tschüss sagen. Und dann werde ich mich wieder auf den Weg zurück zum Auto machen. Vielleicht schlafe ich halt sogar im Auto, muss ich noch gucken. Weil es halt doch ganz schön weit nach Hause ist und ganz schön spät jetzt ist. Bisschen verquatscht. Aber alles cool gelaufen bis jetzt. Aber ziemlich unheimlich. Wären die Jungs nicht da, wäre es ganz anders. Und leider würde ich jetzt... Ich würde euch noch mal gerne jetzt zeigen, wie das Ding hier ausschaut, weil es sieht echt spektakulär aus jetzt im Dunkeln. Wenn du nur die Silhouette siehst, echt krass. Ich mache mich jetzt wieder auf zum Auto und wahrscheinlich schlafe ich im Auto,
weil es einfach zu weit zum Zurückfahren ist. Es schneit übrigens mittlerweile. Regen und Schnee so ein bisschen gemischt. Ja, geil. Aber was er nicht umbringt, macht er nur härter, oder? Und wieder über die schönen Bäume drüber. Man kann halt einfach nicht außen rum, weil der Gebüsch ist. Zurück in diesen riesigen Wald zu laufen. Man sieht einfach gar nichts. Geht doch nichts über noch einen schönen Marsch, den Berg auf, mitten den Berg hoch, mitten in der Nacht, ins Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo. Freue mich schon auf mein Auto. Und was sieht man da in der Ferne? Mein Zuhause für heute Nacht. Ja, jetzt bin ich froh. Und verschwitzt bin ich leider auch. Froh und verschwitzt. Geil. Scheiß Kombination. So, ich muss hier noch Schlaflager aufbauen jetzt dann. Endlich im Auto. Und ich habe mir überlegt, ob ich hier gleich schlafen soll. Aber ich glaube, das ist Schwachsinn. Ich fahre auf jeden Fall wieder ein Stück in Richtung raus. Aus dem Wald raus. Weil da hier eh schon überall die Bäume umgebogen sind und sonst irgendwas, habe ich echt Angst, dass mir irgendwas aufs Auto fällt. Deswegen fahre ich jetzt erstmal ein Stück zurück in der Dunkelheit. Durch diesen mysteriösen, seltsamen Wald. Umparken ist ja erst schon mal eine absolute Katastrophe, beziehungsweise halt rangieren. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz hinten. Oh yeah. Ich suche mir jetzt erstmal einen geilen Platz zum Schlafen. Ich werde gerade fast so ein Problem bekommen, weil ich im Matsch fast stecken geblieben wäre und ich muss noch Äste aus dem Weg räumen und solche Geschichten. Sonst hätte ich einfach nicht umdrehen können. Aber zum Glück habe ich ein paar mehr PS unterm Arsch. Wobei die 230 PS bringen mir da auch nichts, wenn ich stecken bleibe. Also es war einfach nur Glück, dass ich da jetzt gut rausgekommen bin. Ja, mega gut gelaufen. Ihr seht mich dann bei meinem Schlaflager, wenn ich alles aufgebaut habe. Bis dann. Schlafplatz auserkoren. Ich bin ein bisschen weiter weg vom Wald jetzt. Auf dem Feld, oh, ist ganz schön kalt. Ja, in weiser Voraussicht habe ich noch meine Isomatte im Rucksack mitgenommen und Schlafsack, so ein Doppelschlafsack mit Wolldecke und so habe ich sowieso immer im Auto, deswegen perfektes Schlaflager am Start. Ich zeig's euch mal. So, schön mit Wolldecke hier noch und zur Not auch noch Schal und Mütze und so weiter am Start. Also die Nacht, die kriege ich schon irgendwie rum jetzt. Ich esse, glaube ich, jetzt da noch ein bisschen was. Bisschen hell. Ich habe mich jetzt hier schön eingepackt. Jetzt gibt es noch ein bisschen was zu essen. Hier so Roggenbrötchen mit Käse. Maßdammer, wenn ihr es genau wissen wollt. Genug zu trinken ist auch da. Ja, was gibt's noch zu sagen? Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin alles gesehen habt und das Video bis hierher angeschaut habt. War echt eine krasse Erfahrung, muss ich sagen. Und da sieht man mal wieder, wenn man sich aus seiner Komfortzone rausbewegt und Sachen macht, die eigentlich fast keine Menschen machen oder die sich die meisten nicht trauen, dann passieren immer absolut geile Sachen. War bis jetzt echt immer in meinem Leben so. Hat sich mega gelohnt halt auf jeden Fall. Naja, ich sag mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt meine Videos. Macht mir gerne Kommentare. Fragt mich Sachen. Alles, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.